Ich bin sehr, sehr glücklich hier zu sein. Jetzt am letzten Tag, dass es dann geklappt hat. Ich freue mich einfach, wieder zurück zu sein in der Bundesliga, aber auch für so einen Verein zu spielen. Ich habe schon immer Borussia Mönchengladbach verfolgt und immer als absolut geilen Verein wahrgenommen. Und davon jetzt Teil zu sein, ist für mich auf jeden Fall eine große Ehre. Für mich als Mensch, aber auch als Sportler war es wichtig, mal ins Ausland zu gehen. Ich habe viel Erfahrung gesammelt, auch Lebenserfahrung, und habe auch dort meinen Stempel aufdrücken können im Spiel. Und trotzdem habe ich die Bundesliga auch vermisst, und ja, deswegen bin ich froh, wieder hier zu sein, und bin natürlich jetzt ein erfahrenerer Spieler als damals, als ich weggegangen bin. Und genau das will ich natürlich auch in die Mannschaft hier mit einbringen. Julian, wir sind jetzt bei der letzten Stufe angekommen. Wie geht's dir? Ja, so langsam haut's rein. Aber noch alles gut, kriege ich hin. Kannst du noch mittrainieren später? Das muss ich mir jetzt nochmal überlegen. Nee, natürlich. Es war natürlich ein langer Tag gestern. Und es wird ein langer Tag heute, aber ich will schon gerne trainieren, um schnellstmöglich dabei zu sein. Ich werde jetzt erstmal mich aufs Training fokussieren, die Jungs, wie gesagt, auch auf dem Platz besser kennenlernen, dass man weiß, wie sind die Eigenschaften von den Jungs, wie hätten sie gerne den Ball, wie ist das Freilaufverhalten, solche Dinge, und auch natürlich die Idee vom Trainer zu verinnerlichen. Toffi hatte ich tatsächlich über den Sommer auch immer wieder Kontakt. Er hat mich auch ein bisschen versucht, mit herzulotsen. Und ja, ich freue mich sehr, mit ihm wieder zusammenzuspielen. Wir hatten eine schöne Zeit in Dortmund, ist einfach auch ein Top-Typ. Aber es gibt auch noch mehr Jungs wie Florian Neuhaus, den ich noch von den Löwen kenne, und noch mehrere Spieler. Ich freue mich, ich kann es einfach nicht erwarten, die Jungs in der Mannschaft kennenzulernen, zusammen auf dem Platz zu stehen und ja, loszulegen. Vollen Trainingsbetrieb, haben ein paar Spiele gemacht, und deswegen, ja, let's go.